Ja, ich habe ein bisschen gemischte Gefühle gerade, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann über dieses Thema so viel reden, wie ich will. Wenn ich es nicht zeigen darf, dann ist das noch nicht mal eine halbe Sache. Und ich kann es leider jetzt nicht zeigen, weil ich war darauf nicht vorbereitet, sonst hätte ich wenigstens einen Stick dabei mit ein paar Screenshots, habe ich aber nicht. Ich bin mit dem Thema seit einiger Zeit unterwegs. Ich bin vor vielen Jahren vom BDP, vom Berufsverband Deutscher Psychologen, gefragt worden, ob ich psychologische Beratung online machen würde. Dann habe ich mir gedacht, die haben sie wohl nicht alle, die Brüder und Schwestern, ehrlich. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Ich brauche den Menschen vor mir, ja. Wir müssen uns begegnen. So viele Antennen ausgefahren haben. Beziehungsgestaltung ist nun mal das Entscheidende, auch im Coaching natürlich. Ich will das jetzt gar nicht, wie das so weiterging, erzählen. Das mache ich vielleicht mal bei anderer Gelegenheit. Auf alle Fälle vor 3,5 Jahren habe ich angefangen, mich intensiv damit zu beschäftigen. Dann habe ich es in die Tonne gekloppt. Dann habe ich noch einmal angefangen, mich damit zu beschäftigen. Dann habe ich es noch einmal in die Tonne gekloppt. Aber es ist wie ein Bumerang. Es kommt ständig zu mir zurück. Und ja, jetzt ist es mein Herzblutthema. Ich will vielleicht jetzt einfach ein paar Minuten mal einen Rahmen skizzieren. Worüber sprechen wir überhaupt? Und um was es dabei gehen kann. Die Begriffe, macht jemand sowas? Hat jemand, was verstehen Sie darunter? Unter virtuellem Coaching oder Distance Coaching? Die Firmen fragen gerade Distance Coaching an. Ja. Genau, in einem Telefonat. Ja. Also üblicherweise wird unter virtuellem Coaching telefonieren verstanden. Ich schreibe mal ein paar Begriffe vielleicht an. Oh Bernd, schreibst du mal? Ach, das wäre super. Dann kann ich hier reden. Schreib mal virtuelles Coaching. Dann nehmen wir, du hast vorhin geschrieben, mediales Coaching. Ja, nehmen wir mal. Wir brauchen noch viel Platz, da kommen noch ein paar Begriffe. Dann gibt es iCoaching, also im Sinne von iPad, iPhone, kam mal irgendjemand auf die Idee iCoach. Dann gibt es eCoach, also eCoaching. Dann Distance Coaching. Cybercoaching. Wenn ich noch, Cybercoaching. Aber wenn ich noch ein bisschen nach, dann fallen mir noch ein paar Begriffe ein. Was wird denn üblicherweise gemacht? Ich habe jetzt gesagt, es wird telefoniert. Danke, danke, danke. Die Begriffe gehen kreuz und quer durcheinander. Ja, also das wird synonym gebraucht und in der Regel wird darunter verstanden, und das schreibe ich jetzt mal in ein Schema, um das ein bisschen, das muss ich jetzt machen. Nee, jetzt schreibe ich. Ja, ist okay. Also. Wir haben prinzipiell mal zwei verschiedene Formen der Kommunikation, die jetzt in dem Zusammenhang spannend sind. Und das einmal ist das Synchrone und das andere ist das Asynchrone. Ja? Da unterscheiden wir mal. Dieses ganze Themenfeld wird ja gar keine Rolle spielen, wenn das nicht wichtig wäre. Synchron heißt schlicht und ergreifend zeitgleich und asynchron heißt zeitversetzt. Ja? Ich habe jetzt folgende Erfahrung gemacht. Vor einem Jahr noch hat niemand was davon hören wollen. In den letzten 3 Monaten ist irgendwas passiert. Die Konzerne fragen an, Firmen fragen an, Einzelpersonen fragen an. Was hat sich verändert? Ich frage mal hier in die Runde. Hier sind ja lauter erfahrene Leute. Was nehmt ihr wahr? Ja, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ja, genau.
Genau. Ja. Ja. Kostendruck, der entstanden ist. Genau, Kostendruck, der entstanden ist. Und ich mache auch die Erfahrung, also wenn ich jetzt Termine mache mit Coach, mit Klienten, vor allen Dingen, wenn die auf einer Top-Management-Ebene sind, dann findet man mit Mühe und Not einen Termin. Und dann wird er ganz kurz vorher abgesagt, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Und da ist es fast nicht möglich, den nächsten Termin zu finden. Ich bin ja auch nicht besonders flexibel. Und wir kommen absolut an Grenzen. Das ist auch ein Aspekt. Dann natürlich der Aspekt, dass global agierende Unternehmen natürlich händeringend Coach suchen, die nach bestimmten Standards coachen, die sie dann irgendwohin einfliegen lassen, nach Singapur oder wo auch immer hin und so weiter. Also dieses Thema wird auf der Seite immer wichtig und auf der anderen Seite, es wird eine Selbstverständlichkeit, dass es diese Welt gibt. Und wenn wir als Vertreter der professionellen Coaching-Szene da nicht hingehen, dann wird sie einfach auch besetzt werden. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir uns da auch positionieren. Der Harald Geisler ist aus der professionellen Szene jetzt so die Person, die das überhaupt schon mal gemacht hat. Und ich kooperiere ganz eng mit ihm im Aufbau von, dieses Themas. Ich sammle jetzt mal. Welche sind denn synchrone Möglichkeiten? Wir hatten jetzt schon Skype genannt, das heißt, wir sehen uns. Dann telefonieren, wir hören uns. Kennt ihr noch was? Das ist synchron. Genau, wir sind zeitgleich miteinander zugange. Ja. Ja, schreiben. Chatten. Also Chat, schreiben, ja, auch schreiben. Genau. Wir dürfen nicht skypen im Coaching. Aus welchem Grunde nicht? Das ist absolut nicht datensicher. Wir müssen, soweit es geht, nach heutigen Möglichkeiten, ich meine NSA, wir wissen Bescheid, müssen wir so viel Datensicherheit anbieten, wie halt eben geht. Ja? Was es jetzt noch gibt, aber als auch eine synchrone Möglichkeit, ist 3D-Welt. Du hast ja angeschrieben gehabt, Avatare. Ja? Wir begegnen uns in dieser Welt. Was ich gerade mache, ist Folgendes, ein solches in sich geschlossenes Portal, darum habe ich nicht die Begriffe Skype und Telefon genommen, ein in sich geschlossenes System aufzubauen und zu entwickeln, bei dem ich als Coach entscheiden kann, jederzeit, wir sehen uns oder wir sehen uns eben nicht. Auch das kann sinnvoll sein, dass wir uns nicht sehen. Ja? Wir hören uns oder eben nicht. Wir gehen in eine 3D-Welt oder eben nicht. Ja? Was im Moment schon funktioniert, ist ausgerechnet das hier. Ich hatte auch die 2D-Welt. Ich habe auch gecoacht mit der 2D-Welt. Das ist ganz spannend und macht mir sehr viel Spaß. Aber das ist technisch, gefällt mir nicht. Das wird nochmal neu gemacht. Ich beschreibe mal ganz kurz diese Welt und die hätte ich einfach gerne gezeigt, weil, wie gesagt, das ja, kommt einem schon noch etwas schräg vor. So. Ja, ich versuche es jetzt mal gerade ein bisschen. Gell? Also, es ist eine Welt, da gibt es verschiedene Innenräume und es gibt Landschaft. Also es gibt Meer und es gibt Fluss und es gibt Wasserfall und es gibt Berg. Und jetzt begegnen wir uns da, ich logge mich ein, mein Klient loggt sich ein, dann bauen sich da zwei Avatare auf. Als erstes gehen wir mal in die Garderobe und gestalten uns, wenn wir mögen, können wir machen. Müssen wir nicht, wir können auch einfach den nehmen, der da ist. Jetzt gibt es sowohl in der Landschaft als auch in den Innenräumen, können wir jetzt bestimmte Dinge machen. Da sind Coaching-Phasen drin, die nur der Coach sieht. Er kann jetzt zum Beispiel Anliegenklärung, Situationsbeschreibung, Zielfindung, Maßnahmenplanung, Auswertung. Da kann der Coach draufklicken und dann hat er bestimmte Tools, die in dieser Welt schon drin sind. Also zum Beispiel Fragesets. Ich kann natürlich auch eigene Fragen sprechen, kann ich so und so, wir hören uns ja. Ich kann auch welche reinschreiben. Es sind
Aufstellungsfiguren aller möglicher Art mit Gesichtern und ohne Gesichter und Playmobil und Tiere. Das können wir nutzen, sowohl in der Landschaft als auch in den Innenräumen. Wir können Metaplankärtchen schreiben, auf einer Wand hin und her schieben. Es sind Bildmaterialien drin. Und wir können dann im wahrsten Sinn des Wortes einen Veränderungsweg gehen. Also ich kann mein Ziel symbolisieren in der Landschaft, ich kann Hinderungen symbolisieren und kann dann mich da bewegen. Ich kann das sowohl innen machen als auch außen. Wenn du sagst, wir können einen Weg gehen, ja. Ist das dann tatsächlich so, dass ihr gemeinsam das tut oder der Coachee in seiner als Avatar und du bist sozusagen noch auch irgendwie überhaupt? Nein. Also es ist wirklich, wie wenn wir jetzt miteinander im Raum, also wenn ich jetzt mit jemand im Face-to-Face-Coaching arbeite und wir arbeiten mit Bodenankern, dann gehe ich auch mit ihm. Ja, also mein Avatar begleitet den Klienten-Avatar und ich spreche das, was ich auch sonst im Coaching spreche. Ja, ja gerne. Also wie realistisch ist das zur aktuellen Situation? Also immer wenn ich höre, ich begebe mich in so eine Welt, dann entferne ich mich von mir selber. Ich mache genau die andere Erfahrung. Ich mache die Erfahrung, dass es hochintensive Prozesse sind, die Aufmerksamkeitsfokussierung, also das Trance-Phänomen, ist viel stärker. Die Ablenkungen sind nicht so da. Was ich zum Beispiel erlebe, ist, wenn ich jetzt im Face-to-Face-Coaching eine 2- oder 3-Stunden-Sitzung habe, das dauert in der 3D-Welt 1 bis 1,5 Stunden, dann sind die Klienten auch platt. Die haben intensiv gearbeitet, die haben wirklich was weggearbeitet. Ich meine, da kann man noch so Spielchen machen. Also man muss übrigens nichts können. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Computerspiel gemacht. Ja? Man muss nur Pfeiltasten coachen muss man können. die Kleinigkeit, ja. Also rein technisch muss man Pfeiltasten bewegen können und die Maus so ein bisschen drehen können. Ja? Und dann kann man zum Beispiel, man sieht sich von außen, da sind jetzt vielleicht innere Anteile aufgestellt oder ein Team ist aufgestellt. Und dann kann ich etwas machen, was ich nicht machen kann, wenn wir jetzt Playmobil-Figuren auf dem Tisch haben. Ich kann da hingehen. Ich kann mich an die Stelle stellen, wo diese Figur ist und kann aus der Perspektive gucken. Ich kann groß und klein machen. Und ich kann, was ich ganz spannend finde, ich habe einmal, es gibt so neue Playmobil-Figuren, zum Beispiel der Tod. Meine Kinder haben das noch nicht gehabt. Das ist neu. Und dann stand die Figur da und ich kann, wenn ich scrolle, gehe ich in die Augen des Avatars. Also dann sehe ich mich nicht als Avatar von hinten, sondern ich bin in den Augen des Avatars und dann gehe ich dahin. Ich muss dann auch wirklich gehen und ich sehe dem dann so in die Augen. Und wenn das jetzt, wenn ich da jetzt, was weiß ich, jemand aus meinem Team aufgestellt habe oder sonst jemand, das ist machtvoll. Es ist extrem machtvoll. Und also ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Klienten arbeite, wir sind sofort im Coaching drin, es ist intensiv. Wenn ich schule, weil jetzt plötzlich, urplötzlich wirklich mir große Firmen die Tür gerade einrennen und ich jetzt erste Schulungen intern gemacht habe, dann haben wir die PCs da aufgebaut gehabt und dann sollten zum ersten Mal die Teilnehmer das ausprobieren. Und ich dachte so, jetzt sitzt jeder an seinem PC und wir sind jetzt sowohl leiblich hier als auch per Avatar, so beim ersten Mal. Und ich fange jetzt mal an, eine Führung in dieser Welt zu machen. Das ging null. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Die haben alle sofort angefangen, da sich rumzubewegen. Ich konnte das nicht machen. Also das nächste Mal muss ich mir ein anderes didaktisches Konzept ausdenken, weil einfach das macht an, es ist bunt, es sind Welten, ich begebe mich da, ich will auch ausprobieren, den Effekt haben wir da auch. Ja? Aber es ist, ich habe jetzt eine Promotion darüber laufen, 2 Masterarbeiten, es ist noch ganz zu Beginn, das müssen wir erforschen. Das ist wirklich eine neue Welt auch für die professionelle Szene. Was wir natürlich haben, was ein hoher Wert ist, ist, wir haben vollständig dokumentierte, ganz leicht anonymisierbare Coaching-Abläufe. Und danach kann sich jede wissenschaftliche Einrichtung nur die Finger lecken.
Ja? Und dadurch können wir natürlich jetzt auch tolle Forschung machen. Auf was für ein Programm setzt du auf oder adaptierst du? Hm? Welches Programm? Auf was für ein Programm setzt du auf oder adaptierst du ein vorhandenes Programm? Ah, verrate ich nicht. Nein, diese 3D-Welt, also das wird neu gebaut, das komplette System wird neu gebaut. Im Moment nutze ich eine 3D-Welt, die es schon gibt für Training. Da ist das ja schon üblich, da gibt es ja solche Sachen. Und die wurde jetzt nach meinen Anweisungen neu gebaut. Ja, also die wurde adaptiert sozusagen, dass wir die Coaching-Tools drin haben, dass wir die Coaching-Phasen drin haben, dass wir das gleich nutzen können. Ich kam mir übrigens vor wie beim Hausbauen. Also ich durfte dann sagen, also ich hätte gern da eine Couch und da will ich mehr Raum und da will ich einen braunen Boden. Und das war ganz witzig, ja. Ja, Bernhard. Also was dem ich schon begegnet bin, ist so die Erfahrung virtuelles Therapieverfahren und dass das auch für viele Menschen einen ganz großen Nutzen hat, weil sie nicht sich so persönlich outen müssen. Das finde ich darin auch wieder, weil man ja sich nicht face-to-face begegnet. Also es eröffnet, finde ich, viele, viele Freiräume und hat ganz viel Projektives auch mit drin. Also ich habe das Spielerische, das kann ich mir sofort vorstellen, aber das Projektive und ich bin nicht direkt im Kontakt. Ne? Also ich kann so ein bisschen wie maskiert sein. So stelle ich mir das vor, oder? Kann man das auch speichern oder mal anrufen? Ja, es wird komplett aufgenommen. Der Klient hat das dann für sich zur Verfügung und es ist gefilmt. Ja, nein, genau. Ja. Also nur zwei Personen? Nein. Ach so, nein. Es gibt auch Gruppensettings. Es ist eine große Landschaft und es gibt auch Räume, wo zum Beispiel Gruppen an einem großen Tisch sitzen. Dann hat jeder so sein Namensschild davor, da kann man da mit Metaplan arbeiten und auch mit den anderen Sachen. Es gibt aber auch Räume, die eine offene Fläche hat, da kann man sitzen wie es im Stuhlkreis, da kann man kollegiale Coaching-Gruppen zum Beispiel durchführen. Das ist alles möglich. Der Chef kann richtig mal den Sehbetragen sagen, Tiger wird spielen und aus seinen Augen gucken. Und kann ihn hinstellen. Jawohl. Inwieweit ist es denn noch steuerbar? Also wenn ich als Coach merke, da läuft jetzt was aus dem Ruder, denn gerade dadurch, dass da vielleicht ein bisschen Distanz ist und ich freier da agiere, da kann ja auch mal richtig was hochkommen. Und wie weit ist das dann noch steuerbar? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich denke, im Moment würde ich da nur hochprofessionelle Coach dran lassen. Ja? Und was ich auch mit Harald Geisler zusammen jetzt schon zweimal durchgeführt habe und auch eine kleine Gruppe zusammengestellt haben, wir müssen dafür zusätzliche Kompetenzen aufbauen. Ja? Zum Beispiel die Eva-Maria Graf, die diese Forschungsgruppe LOCS gegründet hat, Linguistic of Coaching, Consulting and Supervision, die ihre Habilitation dazu macht, wie sich einzelne Sprachkörper auswirken. Ja? Ganz wichtig, weil wir ja auch schreiben. Und diese Kompetenz des schriftlichen Formulierens, des Hörens, des Sprechens, die ist hier nochmal sehr viel fokussierter und nochmal ganz sehr viel bewusster zu nutzen. Also das wird ein tolles Forschungsthema. Ich leite den Fachausschuss Forschung im DBVC, habe ich vergessen zu sagen. Ja, genau. Ja, also ganz kurzer Einblick.